Ferien. Ja, da melden wir uns wieder vom Strand. Ich setze mich mal hier hin, knack. Wir waren jetzt eine Nacht da in dem Embury Regional Park mit der Farm, mit den Tieren. Wir haben auch schon einige Einblicke davon gesehen und genau, es war auf jeden Fall völlig ausreichend jetzt für die Nacht. Gestern Abend beim Abendessen war es ein bisschen frisch. Genau, da saßen wir da draußen an so einem Campingtisch. Genau, aber sonst die Nacht war soweit ganz gut. Der Große war irgendwie so gegen 5 oder so ein bisschen länger wach. Da, ja, weiß ich auch nicht, was ihn da getrieben hat. Ich war einfach nur froh, dass er dann irgendwann wieder eingeschlafen ist. Genau, und dann mussten wir unsere Sachen heute Morgen wieder packen und wieder los. Und ja, genau, sind jetzt dann von südlich Auckland quasi einmal durch Auckland durch. Und hier bei diesem Inselstück, was da nördlich von Auckland ist, Wangaparoa, glaube ich, heißt es. Genau, da habe ich so einen Strandabschnitt rausgesucht mit hier einem Park und einem Spielplatz, weil es halt noch relativ zu früh war, um zum Campingplatz zu kommen. Der ist quasi da so, also quasi die gleiche Bucht hier. Der ist da hinten, Red Beach, genau, und dann ist hier der Spielplatz und ja, da endet dann auch die Bucht schon. Genau, ist hier auch relativ bekannt, hier Gulf Harbor, irgendwie so, werden wir nochmal raussuchen und dann natürlich euch alles zusammenfassen. Genau, ist auch bekannt, dass man hier oft auch Delfine, Wale, Orcas und so weiter sieht. Mal schauen, ob wir das Glück auch mal haben werden, dass wir die hier so vom Strand aus sehen. Wenn nicht, dann ist es, wie es ist. Genau, auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch einen Halt eingelegt. Ich habe mit Vorhin noch uns Kaffee besorgt. Und der Große ist hier fleißig am Spielen und im Sand buddeln mit seinen Fahrzeugen ja auch. Genau, und Tom hat gerade schon beim Campingplatz angerufen, ob wir auch schon ein bisschen eher kommen können. Und das ist kein Problem, deswegen werden wir uns demnächst auch auf den Weg machen und dann sonst da noch ein bisschen rumlaufen, uns die Gegend anschauen und genau, ja. Ja, sonst gibt es eigentlich soweit auch gar nicht mehr zu erzählen. Wir werden jetzt bei dem nächsten Campingplatz, also da hinten auf Red Beach, ein paar Tage länger sein, also quasi bis zur Abgabe unseres Campers, was ja am 15. ist und heute ist der 12. Genau, da sind wir auf jeden Fall ein paar Nächte und danach haben wir dann die Airbnb. Genau, morgen ist mein Geburtstag. Auch irgendwie spannend, das zweite Mal in Neuseeland. Vor 6 Jahren habe ich auch meinen Geburtstag hier quasi in Oahuni gefeiert. Noch mit einer Freundin, die wir noch zu spontan hier auf Neuseeland getroffen haben. Und genau, jetzt wieder. Torben wird dann im nächsten Monat seinen Geburtstag das zweite Mal auf Hawaii haben. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ich hätte auch lieber gerne an Hawaii. Aber nun gut, wenn das Wetter so ist, ist das ja hier auch ganz schön. Ja, genau. Da habe ich mir ein bisschen was rausgesucht für Frühstück, Essen gehen und Abendessen. Genau, da muss man sich ja auch ein bisschen gut gehen lassen am Geburtstag. Und ja, genau. Ich gebe euch noch ein bisschen Meeresrauschen und ein bisschen Sonne. Ich habe schon gesehen, einige Bilder aus Deutschland, dass da wieder Schnee ist. Deswegen schicken wir euch mal ein paar sonnige Grüße. Moin! So, jetzt ist hier inzwischen ein bisschen Ebbe und hier gibt es quasi eine Abkürzung vom Campingplatz hier zum Strand, ich glaube Oreva Strand, Oreva Beach, und zwar die Jakobsleiter. Wir versuchen das jetzt mal, wir müssen wahrscheinlich gleich den Buggy zusammenklappen, haben die Tasche dabei, ist ja kein Problem. Da kann man hier quasi unten an der Steilküste auf den Stein entlang zurückgehen, anstatt jetzt oben über die Straßen, was auch nicht so schön anzusehen ist.
Und genau, das geht halt immer nur, wenn halt entsprechend Ebbe ist. Das ist jetzt so langsam der Fall. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie weit wir kommen, ob das machbar ist oder nicht. Sonst müssen wir halt nochmal umdrehen. Aber hier gibt es ja auch verschiedene Treppen hoch und runter. So, mit dem Buggy wird langsam mal wieder schwerer. Ich würde sagen, wir zeigen euch dann nochmal ein paar Eindrücke von unterwegs. Stehen bleiben. So, kurzes Abenteuer war das, haben wir hinter uns, den Buggy hatten wir kurz in der Tasche verstaut, das hat wunderbar funktioniert. Die anderen sind schon mal rüber zum Spielplatz. Ich bin gerade nochmal die Sachen zum Camper und hier nochmal eine kurze Auflösung zu dem Unfall, den wir mal hatten, hatte ich ja schon mal kurz berichtet. Wie man sieht, oder vielleicht auch nicht sieht, weil man es nicht weiß, aber es fehlt unser Rolltop. Da gab es in Vitianga ein Problem beim Losfahren. War meine Schuld, weil ich nicht aufgepasst habe und auch abgelenkt war. Ich hatte noch geguckt, wo eine Dumpstation in der Nähe ist und bin dann von der anderen Seite vom Camper wiedergekommen und einfach bei der Fahrerseite eingestiegen. Und also hier nicht nochmal rum und habe hier nicht nochmal geschaut. Und das Verdeck war quasi noch draußen und über die Außenspiegel, ich habe es auch hinterher nochmal geschaut, sieht man das nicht, weil das halt eine entsprechende Höhe hat und die Außenspiegel ja so eingestellt sind, dass ich halt die Straße und den Verkehr hinter mir sehe. Von daher sind wir dann halt so losgefahren. Vivi hatte das wohl auch nicht bemerkt bei sich auf der Seite, dass es sich komisch anhört. Und dann sind wir quasi dort gegen so eine Unit gefahren, also ein Dauercamperhaus auf dem Campingplatz. Haben eine kleine Delle, vielleicht blende ich das hier irgendwie kurz ein, eine Delle gemacht. Und von außen zum Glück nur. Es gab einen lauten Rums. Ich glaube, der Schreck war höher jetzt als im Nachgang die Folgen davon. Denn zum Glück haben wir im Vorfeld aufgrund der langen Zeit auch hier in Neuseeland mit dem Camper eine All-Inclusive-Versicherung abgeschlossen und uns gesagt, naja, wenn wir hier unterwegs sind, dann wollen wir auch Sachen wie ja, Dach, Glas, Reifen und keine Ahnung was und sonstige Sachen mit inklusive haben. Dann waren auch schon die Kindersitze dadurch mit inklusive und verschiedene andere Optionen. Deswegen haben wir das gleich mitgemacht und genau, wir sind dann einfach quasi, nachdem wir das rumgehört haben, bin ich rückwärts wieder zurück. Dann hat man halt gesehen, dass halt das Verdeck abgerissen ist. Das ist hier drinnen waren zwei Plastikverbindungsteile, die sind halt abgebrochen, also in diesem Schienensystem, die sind halt abgebrochen und dann war das quasi hier schon raus. Und oben der Stoff ist dann halt einfach gerissen. Das hing dann halt die Hälfte hier runter. Und dann haben wir halt geguckt, was wir machen können. Es kamen sofort ein paar Leute angerannt und wollten helfen. Also die haben gar nicht irgendwie gefragt, ob wie kannst du nur und ja, hoffentlich bist du versichert und sowas alles, sondern haben direkt gefragt, wie man verletzt ist, ob alles in Ordnung ist, ob man irgendwie helfen kann. Und dann haben wir gemeinsam mit ein bisschen Werkzeug dann halt alles abmontiert. Vivi hat währenddessen bei unserem Vermieter angerufen. Da gibt's ja, wir haben auch eine 24/7 Notfallhotline und haben das darüber halt klären lassen, dass das passiert ist, was wir machen sollen und was wir auch mit den übrigen Teilen machen sollen. Und wir haben auch von allen Fotos gemacht. Dann haben wir uns den Schaden angeguckt in dem Haus. Da sind zum Glück nur so zwei Außenpaneele, so Verkleidungspaneele, kaputt. Da haben wir halt eine Delle reingedrückt. Und von innen ist halt gar nicht zu sehen und dahinter ist halt Isolationsstoff. Das hat auch noch ein bisschen was abbekommen. So haben wir halt alles abmontiert. Der Vermieter hat halt gesagt, ist okay, lass die Sachen da, wir brauchen das nicht. Wenn der Camper soweit in Ordnung ist, fahrt einfach weiter. Und wenn er den Camper abgeht, dann müsst ihr das unterschreiben, dass da halt ein Schaden war. Und dann ist das über eure Versicherung abgedeckt. So sind wir dann auch mit dem Campingplatz verblieben. Wir konnten die Sachen dort lassen, das war kein Problem. Die haben nochmal gefragt, ob sie uns was Gutes tun können, ob alles in Ordnung ist. Und mit den Kindern ja gerade in dem Aspekt. Und für die Kinder war das natürlich ein bisschen komisch, weil wir ja eigentlich losfahren wollten und dann doch noch wieder angehalten sind. Aber ansonsten haben die da eigentlich gar nicht groß was von mitbekommen. Und Vivi hatte gesagt, dass er telefonisch mit denen abgesprochen, mit unserer Vermietungsagentur. Jetzt im Nachgang habe ich noch denen eine Mail geschickt mit den Daten von dem
Besitzer dieser Unit. Und ich habe dann nochmal nachgefragt, wie sieht das denn aus, was ist denn über unsere Versicherung abgedeckt, ist das der Schaden nur am Camper, jetzt ist da ja noch was an der Drittpartie passiert. Und die haben gesagt, nee, mit eurer All-Inclusive-Versicherung sind alle Schäden am Camper abgedeckt, egal was da passiert. Außer natürlich, ich würde mit Absicht ins Wasser reinfahren, das wäre was anderes oder sowas in der Art, oder gegen den Felsen oder mit Absicht gegen das Haus, aber das war es jetzt halt in dem Sinne nicht. Und genau, und auch alles, was halt eigentlich an der Drittpartie kaputt geht, ist damit abgesichert. Soweit erstmal so gut, würde ich sagen. Genau, ansonsten werden wir halt sehen, wenn wir den Camper abgeben, wie das halt dann abläuft, wie das halt ist. Wir haben da extra jetzt ein bisschen mehr Zeit eingeplant und werden dann natürlich davon nochmal berichten. Ihr kriegt das jetzt ja erst zeitversetzt mit. Und ich habe angefangen, im Laufe des Nachmittags ein paar Späße drüber zu machen. Oh, guck mal, die haben auch ein Verdeck, wir nicht mehr. Ein bisschen auch darüber abzulenken, weil man ja schon sehr frustriert war, dass das irgendwie passiert ist und genervt vielleicht auch. Und jetzt im Nachgang, wie gesagt, sind wir einfach froh, dass der Camper nicht kaputt ist und dass auch keiner Person was passiert ist. Wir sind alle wohlbehalten davon gekommen. Sonst war keiner sauer oder hat uns mit irgendwas beworfen und waren eher nur super freundlich. Passiert halt, haben sie auch gesagt, sowas kommt halt vor. Da gibt es auch manchmal noch viel dümmere Sachen oder sowas, was da vorkommen kann. Und von daher sind wir damit durch. Wir sind jetzt hier ja an unserem neuen Campingplatz angekommen. Red Beach, genau. Nördlich von Auckland, wir sind ja hier ein Stück hochgefahren. Vivi hatte, glaube ich, auch noch schon ein bisschen was erzählt. Und waren jetzt eben gerade noch mal am Oreva Beach da ein bisschen spazieren. Und morgen hat Vivi Geburtstag. Sie hat sich dafür einen Geburtstag was rausgesucht, wo wir frühstücken können und wo auch abends wollte sie dann noch essen gehen. Das werden wir machen und ansonsten schauen, dass wir einen schönen Tag einfach haben. Das Wetter soll soweit ganz gut sein. Und lasst uns einfach überraschen, wie der Tag morgen wird. Das wollte ich noch mal kurz erzählen, damit ich das nicht vergesse. Und dann werde ich jetzt mal rüber zu dem Spielplatz. Der ist nämlich relativ groß. Und da gibt es bestimmt noch einiges zu entdecken, bevor wir dann nachher mit Abendessen starten. Bye! Mit einer kurzen Pause melden wir uns wieder zurück. Ihr habt ja davon nicht so viel mitgekriegt. Genau, wir haben gestern nämlich gar nichts aufgenommen, soweit ich weiß. Genau, und deswegen gibt es jetzt einen kleinen Rückblick. Ich hatte nämlich gestern Geburtstag und wir waren sind mit dem Camper quasi in die Stadt, also nach Oreva gefahren und waren da frühstücken. Ich hatte mir da was rausgesucht und genau, das Wetter war leider nicht so schön wie heute und deswegen waren wir danach nur kurz da auch noch auf dem Spielplatz und sind dann in eine Westfield Mall, ein bisschen näher an Auckland selbst dran. Ich glaube Albany hieß das Stadtviertel. Direkt gegenüber war ein Riesenstadion. Und genau, da haben wir irgendwie gefühlt den halben Tag verbracht, weil es war ziemlich windig draußen, total bewölkt. Genau, vorher haben wir noch einen kleinen Stopp gemacht am Arcus Bay Beach oder Arcus Strand, heißt es sogar tatsächlich auf dem Schild. Genau, aber es war halt einfach super bewölkt, windig. Es hat hin und wieder genieselt und später am Nachmittag sogar geregnet immer mal. Genau, deswegen haben wir da irgendwie den halben Tag verbracht. Ich habe einen Cheesecake auf Wunsch bekommen und
und genau, haben dann Kaffee getrunken und da gab es einen richtig netten Spielbereich und dann haben wir da und hier mal in Shops reingeschaut und genau, hier ist ja ganz viel Sale, weil es ja quasi hier Herbst ist und der Winter oder noch, also Ende Sommer ist und genau, halt schon so End-Summer-Sale ist und genau, haben wir uns ein bisschen umgeguckt und dann hatte ich für 5:30 einen Tisch reserviert, wieder in Oreva bei einem Restaurant, Shoreward hieß das. Frühstücken waren wir bei Olivers, das können wir auf jeden Fall empfehlen. Shoreward war auch ganz nett, hat uns aber jetzt, sag ich mal, nicht super mega krass überzeugt, aber es ist halt ein nettes Restaurant direkt am Strand. Flair ist ganz cool gemacht und genau, es war soweit ganz in Ordnung und danach sind wir dann wieder zurück zum Campingplatz und weil es halt immer wieder geregnet hat und der Große aber noch ein bisschen spielen wollte, waren wir dann noch da in so einem Community-Gemeinschafts-Wohnzimmer, wo so eine ganze Kiste mit Spielzeug war, da konnte er noch ein bisschen spielen. Genau, die Kinder waren dann irgendwie echt durch. Ich hatte aber dann noch einen WhatsApp-Anruf von meiner Oma. Und genau, das hatten wir dann noch. Die Kinder waren dann noch wach, aber waren dann echt super reif fürs Bett. Sind dann auch relativ schnell eingeschlafen. Und genau, heute wurden wir mit Sonne begrüßt. Ich hätte mir natürlich eher das Wetter hier für meinen Geburtstag gewünscht. Tom hat vorhin gefragt, was denn dann anders gewesen wäre. Aber dann wären wir halt definitiv irgendwie mehr am Strand gewesen. Hätten uns vielleicht auch auf diesem Inselstück Wangaparoa vielleicht noch mehr Strände angeguckt. Weil es ist halt einfach ein anderes Feeling, wenn man bei Sonne an einem Strand ist oder wenn halt alles bewölkt ist. Also die Atmosphäre ist anders, die Aussicht ist anders natürlich. Genau, dann hätten wir halt da mehr Zeit verbracht und wären vielleicht gar nicht erst in die Mall gefahren. Genau, aber so ist das nun mal. Heute ist unser letzter Tag quasi am Campingplatz. Wir sind schon wieder unterwegs, aber wir auch nicht nur am Campingplatz rumdümpeln. Wir hatten heute Morgen beim Frühstück im Radio gehört, dass bei Hamilton ein Hot Air Balloon Festival ist. Das findet wohl regelmäßig irgendwie statt, also irgendwie einmal im Jahr oder so. Ich glaube aber durch Corona hatte das ein bisschen Pause. Und jetzt ist es wieder aber, wir waren dann kurz am Überlegen, ob wir das uns angucken, weil irgendwie 130.000 Teilnehmer da sind. Also ist halt schon was Cooles, wenn man da so viele Heißluftballons sehen kann. Und es ist ja auch einer meiner Träume, nochmal sowas mal zu fliegen, mit drin zu sein. Genau, aber die starten halt immer um 7 Uhr und fliegen so ungefähr bis 10.30 Uhr. Kann man die dann halt sehen und dann ist abends nochmal Programm. Aber für abends brauchen wir Tickets und wir brauchen von hier bis dorthin ungefähr ja, 2-2,5 Stunden. Genau. Und es geht zwar noch bis irgendwie zum 18. glaube ich. Heute ist ja jetzt dann jetzt der 14. Aber wir geben ja morgen unseren Camper ab. Das heißt, dann haben wir, sind wir auch nicht mehr so mobil. Und ja, um 7 Uhr oder halt irgendwie so früh morgens dann da zu sein, das wäre schon echt sportlich mit aufstehen, Kinder fertig machen, Camper fertig machen, dorthin fahren. Das ist einfach too much. Genau, deswegen gucken wir uns das leider nicht an. genau, und ja, gehen jetzt halt erstmal wieder rüber, also wir haben ja unseren Campingplatz auf Red Beach, gehen jetzt hier wieder nach Oreva rüber, weil es einfach da mehr gibt. Also hier, ich habe gestern dann nochmal geguckt, als wir geguckt haben, was wir heute so machen wollen und versucht haben, irgendwie einen groben Plan zu erstellen, was es hier sonst noch im Umkreis gibt und es gibt halt nicht so viel und wenn, dann ist halt alles auf Oreva drüben. Am Oreva-Strand mit Geschäfte, Restaurants, Cafés, Strand, Spielplätze, große, genau. Deswegen sind wir jetzt da wieder auf dem Weg dorthin. Gucken, wie lange wir uns da aufhalten, was wir genau machen werden. Vielleicht geben wir euch nochmal den ein oder anderen Einblick. Und ja, genau, und dann geht's morgen dann auch wieder relativ zeitig ans Packen und Zusammenräumen, müssen dann nochmal unsere Gasflasche auffüllen und alles quasi für die Abgabe vorbereiten, dann zur Unterkunft fahren, alles ausladen, den Camper sauber machen und dann den Camper zurückbringen. Da müssen wir nochmal
etwas ausfüllen. Ich weiß nicht, wie weit Torben das schon erzählt hat. Aber das folgt ja dann bestimmt auch nochmal. Und ja, genau. Und dann sind wir erstmal in Auckland in unserer Airbnb. Und bevor es dann wieder weitergeht, die Reise wieder ins Flugzeug und so, das ist spannend. Sind jetzt ungefähr auf der Halbzeit unserer Reise. Also 3 Monate rum, 3 Monate noch vor uns. Irgendwie auch ein komisches Gefühl. Auch ein komisches Gefühl, jetzt hier schon 1,5 Monate in Neuseeland gewesen zu sein. Genau, wir freuen uns natürlich auf alles, was noch kommt. Aber hin und wieder so reflektiert man auch schon, was man erlebt hat. Was all diese Eindrücke und das Erlebte mit einem machen. Ist auf jeden Fall richtig spannend. Genau, so jetzt genug gelabert. Bis dann. Da steht er. Moin. Wir haben jetzt unseren Camper abgegeben. Wir sind heute Morgen bei unserem Campingplatz los. Waren dann noch kurz einkaufen und haben quasi dafür gesorgt, dass wir vorbereitet zur Airbnb-Unterkunft kommen. Da sind wir hingefahren. In Auckland haben wir eine und sind dann quasi dort erstmal zum Mittags hingefahren. Haben alles aus dem Camper ausgeräumt, haben den Camper sauber gemacht. Und anschließend dann jetzt alles verstaut quasi, was oder alles rausgenommen, was da sonst noch über war, im Camper, was da nicht hingehört. Sicher gegangen, dass wir nichts verloren haben oder vergessen da drinne. Und wie wird das Ganze auch nochmal gegengeprüft? Ist ja ganz praktisch, wenn da vielleicht dann nochmal ein Augenpaar mehr drüber schaut. Jetzt sind wir noch tanken gewesen und haben jetzt den Camper hier am Flughafen Auckland wieder abgegeben. Genau, haben wir uns noch verabschiedet. Der Große hat dem Camper noch ein paar Küsschen zugeworfen. Und dann musste ich jetzt gerade eben noch ein Unfallformular ausfüllen, weil wir ja, wie gesagt, den Unfall mit dem Rolltop hatten. Allerdings hatte sie halt erzählt, dass wir ja die All-Inclusive-Versicherung haben und deswegen uns eigentlich keine Gedanken darüber machen müssen. Das ist alles mit abgesichert, sowohl der eigene Schaden am Camper als auch der Schaden an der Drittpartie. Und von daher war es natürlich jetzt ärgerlich, aber ist halt wie es ist. Wir mussten noch irgendwie 200 noch was Euro, muss ich nochmal nachgucken, Roadfee zahlen. Wenn man hier einen Diesel fährt in Neuseeland, dann muss man dafür eine extra Gebühr pro gefahrenen Kilometer zahlen. Und wir haben ausgerechnet bekommen, wie viele Kilometer wir jetzt verfahren haben für unseren Roadtrip. Und das waren exakt 4040, also 4040. Das ist ja schon eine irgendwie lustige Zahl. Die vor uns, die waren mit, ich glaube, 7000 Kilometern und 9 Wochen in Neuseeland dann auch noch mal mehr unterwegs. Ja, und wir sind jetzt halt, wie gesagt, jetzt wieder zu Fuß unterwegs, nicht mehr ganz so mobil. Ja, kann ich gleich machen. Gleich. Und gehen jetzt halt zurück zur nächsten Bushaltestelle oder weiter zur nächsten Bushaltestelle. Wir haben unsere AT-Hop-Karten aufgeladen, dass wir hier mit dem Bus und Zug fahren können und wollen dann halt entsprechend weiter eigentlich jetzt nur noch wieder zurück zur Unterkunft und mal gucken, ob wir auf dem Rückweg vielleicht noch uhrzeittechnisch irgendwo anhalten für was zu essen oder ob wir sonst in der Unterkunft essen, mal schauen. Genau, so viel erstmal dann dazu. Wir melden uns bestimmt nochmal aus der Unterkunft von sonst die nächsten Tage ja auch hier aus Auckland. Bis dann!